Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit mir, dem Doomsday und dem Silent Hill 2 Remake für die PS5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir diese drei Kettenrätsel beendet. Und wir haben Maria wieder getroffen, haben die Ringe für diese Engelstüren bekommen. Und da werden wir jetzt mal hingehen zu dieser Tür. Oder war das eine war es noch, genau. Und schauen mal, was dahinter ist. Also, let's go. So, ich habe natürlich noch nicht gespeichert. Das wollte ich natürlich noch machen. Dann machen wir das auch gleich mal und gehen jetzt mal zu der Tür. Das heißt, wir müssten aber die Treppe benutzen, oder? Ah, ne, den Fahrstuhl. Der natürlich nicht funktioniert. Oder? Kommt der nicht? Na komm. Dann gehen wir hoch. Vielleicht. So, warte mal, die Engelstüren. War hier. James, what's wrong? Let's just get out of here, okay? Ja. Ja, aber welchen Ring? Kannst wahrscheinlich beide nehmen. Ja, ich würde schon den hier nehmen. Hä? Ach, die kriegt beide Ringe. Ach so, man braucht das beide. Wrong. I thought you wanted to get out of here. I know. It's just something doesn't feel right. Come on. It's gonna be fine. Huh. Haben wir es immer noch in der Alternativwelt. Okay. Hier liegt ein Zettel. It's done. Es ist vollbracht. Keine Krankheit mehr. Gut, ich brauche jetzt nicht nochmal speichern. Sehr einladend hier. Hurry!
Schade um sie. Aber mit was hat er sie aufgespießt? Das war nicht das Schwert. Ja, den ersten freundlichen NPC haben wir wohl anscheinend verloren. Wieder allein. So. Ist immer noch die Alternative. Ich dachte, wir hätten die Alternative jetzt hinter uns gebracht. Okay. Schade, Maria. Ja, das ist die Rezeption gewesen. Schlüssel, Krankenhaus, Eingangsschlüssel. Die rennt. Oh, meine Close Beta ist fertig. Ja, dazu wird es noch einen Stream geben, den ihr wahrscheinlich dann schon verpasst habt. Das Potenzial für diese Krankheit ruht in allen Menschen und kann jeden Mann und jede Frau unter den richtigen Umständen auf die andere Seite ziehen, genauso wie ihn. Die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Es gibt schließlich keine Wand zwischen dem Hier und Dort. Sie existiert, wo sie Wirklichkeit und Unwirklichkeit überschneiden. Ein Ort, der sowohl nah als auch weit entfernt ist. Manche sagen, es sei gar keine Krankheit. Denn dem kann ich nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt, kein Philosoph oder sogar Psychiater, wie der Herr Direktor. Aber manchmal muss ich mir mit dieser Frage stellen, es stimmt, für uns sind seine Fantasien nichts als Einbildung. Aber für ihn gibt es keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Also warum, frage ich mich, warum müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer Wirklichkeit zurückholen? Okay. So. Ne, mehr ist ja nicht. Okay. Dann verlassen wir mal das Krankenhaus in der Alternativwelt. Hey, hey. Ach du Heilige. Jetzt dürfen wir echt in der Alternativwelt hier draußen rumrennen. Komm mal her. Aber hey, wir haben wieder Autos, die wir kaputt machen können. Ach Gott. Rennt. Gut, dass wir jetzt eins nehmen und da wahrscheinlich eins wieder kriegen, ja. Sogar trotzdem noch Plus gemacht. Irgendwo ist hier ein Käfer. Krabbelt da oben drauf rum. Hey.
Die Sau. Da ist noch einer. Oh, jetzt. Ist hier echt alles voll mit irgendwelchen Gegnern oder was? Ja, da ist noch ein Auto. Aber nichts drin. Okay. Mensch, darf doch nicht so gefeuert. Überall ein Käfer. Kleines, dummes Arschloch. Hier ist was los. Na komm her. Brauchst dich gar nicht verstecken. Du da hinten auch nicht. Ich denke auch, ich bin blind, Junge. Aber es geht wohl langsam dem Ende zu, oder was? Weil mittlerweile hier echt viele Gegner kommen. Weil das schon echt viel. Und noch einer. Ich meine natürlich eine. Cooler Sound. Aber auch mal Frauen gewesen zu sein. Hört sich zumindest weiblich an, wenn sie dann umfällt. Wir kommen nicht mehr zurück, natürlich nicht. Dann natürlich noch immer. Wer weiß, was uns erwartet. Lord, stop. It's dangerous. Kommst du denn her? Kleines Arsch. Ding. Oh, man kann sauer schießen.
Oh, hier war der Eingang zu dem Club. Ich müsste ja auch eigentlich alle nicht killen, aber damit ich sonst hinterher renne und mir das dann zu stressig wird, mache ich so gleich lieber den Gar aus. Oh, hier liegt es mal auf dem Reifen, okay. Wie viel Schrot haben wir? Oh. Haben wir auch schon gut. Viel Munition, ne? Seh dich. Einschuss, okay. Ich hab sie. Durchgehalten. Ich denke mal, wir müssen bestimmt wieder zu dem Rosewater Park. Wahrscheinlich. Ha. Interessant. Das war Arsch. Das war echt gemein. Au.
Gibt's hier noch was? Ah ja, du mich auch. Das ist ja die reinste Actionfolge hier. Immer schön in jede Ecke gucken. Übrigens ist hier kein Nebel, ey. Das sieht zwar grafisch ganz gut aus, aber mit der Zeit nervt er echt. Keine Ahnung, wo ich eigentlich genau hin soll. Ich denke mal rechts vor denen Sackgasse sein, aber wir gucken mal. Laura, please wait. Okay. War sogar der richtige Weg. Schauen wir mal in die andere Richtung. Weil da wird es wahrscheinlich, ja, da ist Sackgasse. Hier geht es nicht weiter. Ah. Dann gehen wir doch mal Laura hinterher. Ja? Oh, es ist dunkel. Oh, was? War unter mir. Was war das? So kann ich nicht, okay. Laura? Oh. Where did she go? Er, der nicht kühn genug ist, den Blick des Abgrunds standzuhalten, ist nicht kühn genug, selbst hineinzublicken. Nur wer vorwärts geht, kann die Wahrheit erfahren. Folge der Karte, dort ist ein Brief und ein Schraubenschlüssel. Okay. Brief und Schraubenschlüssel. Aber man muss schon sagen, das Spiel geht echt lange. Es ist kein kurzes Horrorspiel. Liegen. Als ob. Genau durch die Beine geschossen. Ey, das ist die Apotheke.
gehen sie im Prinzip den ganzen Weg noch einmal halt in Alternativwelt. Da kann ich rein. Okay. Bestimmt nur um Loot zu finden. Kleine Arschlöcher. Oh, den hab ich gesehen. Fast zu spät. Du bist geplatzt. Okay. Huh. Wo ist der Käfer da? So, wir mussten da durch, um hier über die Schlucht zu kommen. Okay. Da hinten brennt Licht. Ah, wer ist hier? Ah. Oh, Arschloch. Und natürlich noch ein Käfer. Die sind ganz schön viel hier jetzt, ha? Pistolenkugeln. Ach, das ist hier die allererste Bar. Hier war ein Loch, jetzt ist es weg. Was steht da? Wenn du Mary wirklich sehen willst, dann brauchst du nur zu sterben. Aber James, du gelangst vielleicht an einem anderen Ort als Mary. Okay. Hä? Keine Ahnung, was mir das jetzt gesagt hat. Aber wir gehen erstmal speichern. Ah. Ja, ist eine sehr actionreiche Folge, würde ich sagen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Hier ist zu. Wie immer, Macht. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt lang müssen. Aber scheint so. Wo ist der Krabbler hin? Ah! Du. Ah! Loch. Kommst du? Kommst du nicht? Bin nicht. Käfer. Haben wir einen Käfer hier in der Nähe?
Da ist einer weggerannt. Ah, wahrscheinlich hätte man eh nicht drüber gehen können. Also rechts. Soll wahrscheinlich auch ein Loch gewesen sein. Wo bist du hingerannt? Da. Im Prinzip gehen wir jetzt noch den ganzen Weg komplett rückwärts, oder? Kann das sein? So fühlt sich das zumindest gerade an. Können sie gerade dort durchlaufen? Hey. Du blöde Zippe. Erstmal gesehen, dass sie da durchlaufen können. Fällt man aber auch immer wieder rein, ne? Wo ist der Käfer? Da ist er. Da klingelt ein Telefon. Da solltest du nur mir drüber zu klettern. Ganz am Anfang im Prinzip fast von der Stadt wieder. Okay. Sollten wir da mal rangehen? Ja. Vielleicht bist du auch einfach ein Dummkopf. Die Wahrheit tut den Menschen selten gut. Du solltest am besten wissen, der Schlüssel ist im Park, am Fuß der betenden Frau. Der Schraubenschlüssel öffnet das Tor, der Schlüssel öffnet den Abgrund. Achso, ging noch eine andere Seite? Nein. Okay. Ich sag doch, wir müssen zum Park. Das konnte ich mir schon denken. Ah, wie kommen wir aber jetzt hier von der anderen Seite? Brief und Schraubenschlüssel. Aber Schraubenschlüssel ist wo? Ich sehe keinen Schraubenschlüssel. Da ist der Schraubenschlüssel. Oh, hätte ich den jetzt vergessen, hätte ich noch den ganzen Weg zurückrennen müssen. Es ist wirklich jetzt einfach nur umgekehrt alles. Das sag ich doch. Wir müssen jetzt rechts, oder? Ja. Was ist hier für Licht? Achso.
Also Pistolenmunition mangelt jetzt mittlerweile echt überhaupt nicht mehr. Ich kann so viel rumballern. Es ist so ruhig. Was steht da? Albträume lauern hinter der Tür, die in der Dunkelheit erwacht. Es ist so einladend, echt. Großes Gebiet, das riecht nach Bosskampf. Ja. Okay. Aber, Leute, das gibt hier jetzt einen schönen Cliffhanger. Denn ich werde jetzt hier die Folge beenden. Wir haben zwar eigentlich nur ein kleines bisschen Zeit, aber... Ja, komm. Den Bosskampf können wir noch machen. Kein Bosskampf? Jetzt bin ich enttäuscht. Ah, den Weg kennen wir doch. Ja, okay, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Dann machen wir doch hier erstmal Schluss. Ich darf nicht zurück, okay. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet und mir zuschaut bei meinem Silent Hill 2 Let's Play. Und bis dahin, sage ich mal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Doomsday.